Jo Leute und willkommen zu der ersten Episode der Reihe Was ist CICD? Hier geht es primär darum, euch so ein bisschen die ganze Thematik beizubringen bzw. nahezubringen, ein paar Sachen zu zeigen, was man mit CICD machen kann, wie das generell funktioniert, was es für Tools gibt, denn meiner Meinung nach ist CICD eines der wichtigsten Tools, die man als Entwickler kennen sollte, direkt neben so Sachen wie Source Code Management. Kurzer Disclaimer an der Stelle, ich werde das jetzt hier an der Stelle in meinen Worten erklären, so wie ich persönlich CICD für mich verstehe und benutze. Das Ganze ist ein ziemlich komplexes Thema, das heißt, falls ihr wirklich mehr davon wissen wollt, tiefer in die Materie eintauchen wollt, ich werde mal ein paar Links in die Videobeschreibung packen, sowohl deutsche als auch englische Ressourcen, wo ihr tiefer in die ganze Materie eintauchen könnt, falls ihr wirklich Detailwissen braucht. Wie gesagt, ich erkläre das jetzt hier an der Stelle in meinen Worten. Übrigens, falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet und noch nicht abonniert habt, dann lasst mal ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder neue Videos bringe. Keine Angst, ich bringe nicht sehr oft Videos. Aber dann bekommt ihr zumindest mit, wenn ich neue Teile dieser Reihe droppe. Nun, was ist überhaupt CICD? CICD setzt sich im Prinzip zusammen aus zwei Hauptbereichen, die ich hier beleuchten werde. Der erste Bereich, CI, bedeutet Continuous Integration. Und am besten lässt sich das, glaube ich, erklären, indem man beleuchtet, welche Probleme das überhaupt löst. Stellt euch vor, ihr habt ein Open Source Projekt, irgendein großes Projekt, wo ihr mit mehreren Teammitgliedern dran arbeitet, ihr habt 5, 6, 7, 10, 20, 30 Feature Branches, an denen überall parallel gearbeitet wird. Und nach einem Monat oder so wollt ihr ein Release fertig machen, wollt das Ganze zusammen merchen. Und ja, dann passieren Sachen wie zum Beispiel, es entstehen Merge-Konflikte. Dadurch, dass ihr euren Code ewig nicht gemerged habt, viele Files geändert wurden und vielleicht auch Sachen gleichzeitig bearbeitet wurden. Diese müsst ihr dann aufwendig lösen, die können auch riesengroß sein, weil ihr habt ja seit Monaten nicht gemerged. Okay, angenommen ihr habt die ganzen Merge-Konflikte jetzt behoben, dann lasst ihr eure Unit-Tests laufen. Im Prinzip sind Unit-Tests ist das Code, der beschreibt, wie euer Code sich verhalten soll unter bestimmten Umständen. Und dann könnt ihr das Ganze ausführen wie ein Programm. Und wenn nicht das gewünschte Resultat rauskommt, dann schlagen diese Tests fehl. Klingt erstmal doof, aber ich werde mal ein paar mehr Ressourcen in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch mehr zu der ganzen Thematik informieren wollt. Unit-Tests sind somit das Wichtigste, was man machen sollte, um eine gewisse Consistency und Fehlerfreiheit in seinem Code zu bewahren und ist vor allem sehr wichtig in Kombination mit CI. Jedenfalls lasst ihr dann eure Unit-Tests laufen, die schlagen auch alle fehl, weil niemand irgendwo zwischendrin mal darauf geachtet hat, dass die ganzen Unit-Tests auch laufen und funktionieren. Das heißt, ihr müsst da erstmal einen ganzen Haufen Bugs fixen, analysieren, was da scheitert. Es geht wieder ein Haufen Zeit ins Land und alles viel Aufwand, den man hätte vermeiden können, indem man diese Tests immer mal wieder hätte laufen lassen. Am Ende fällt euch vielleicht noch auf, dass irgendwie jeder seinen eigenen Code-Style verwendet hat. Hier hat man zwei Space-Intents, hier hat man Tab-Intents, hier hat man irgendwie vier Space-Intents und alles sieht irgendwie anders aus und nichts ist in irgendeiner Art und Weise unified. Das beschreibt jetzt zwar eher so die Enterprise- bzw. Teamarbeitssicht, aber das lässt sich auch sehr gut auf Open Source anwenden, denn angenommen, ihr habt eine Repository, jemand macht eine Pull-Request auf und ihr seht den Code, die Änderungen, die derjenige gemacht hat, dann müsst ihr erstmal manuell diese Pull-Request bei euch pullen, dann müsst ihr gucken, ob alle Tests laufen, wenn ihr das zusammen mergt, ob es überhaupt Konflikte gibt. Gut, das zeigt GitHub selber an, das ist nicht so das Problem. Aber ob die Tests laufen, müsst ihr selber gucken, beziehungsweise ob es überhaupt kompiliert. Dann müsst ihr vielleicht Feedback geben und analysieren, ob der Code-Style passt und das im Notfall noch anpassen. Und all das ist Arbeit, die ihr übernehmen müsst. Nun, die Lösung für das Ganze nennt sich CI bzw. Continuous Integration. Und zwar schreibt ihr einfach ein Skript, was im Prinzip jedes Mal ausgeführt wird, wenn ihr committet oder merged oder eine Pull-Request erstellt wird, auf GitHub zum Beispiel. Und dann könnt ihr da verschiedene Sachen ausführen lassen, wie zum Beispiel ihr könnt automatisch eure Tests laufen lassen. Ihr könnt automatisch kompilieren und schauen, ob das überhaupt kompiliert. Ihr könnt Linter laufen lassen, die den Code-Style und ja, Coding-Habits analysieren. Ihr könnt sogar Vulnerability-Checks machen, die automatisch ausgeführt werden, ob ihr vielleicht
Sachen in eurem Code habt, die eventuell später zu Problemen führen könnten. Und da das alles in einem Skript ist und von irgendeiner Maschine ausgeführt wird und dann das Feedback von dieser Analyse einfach in GitHub oder in GitLab zum Beispiel angezeigt wird, habt ihr überhaupt keine Arbeit. Ihr werdet sofort darüber benachrichtigt, direkt nach dem Committen, ob ihr irgendwelche Fehler gemacht habt. Und dadurch vermeidet ihr, dass dann diese Fehler sich über die Zeit aufbauen und ihr quasi am Ende alles auf einmal fixen müsst. Eigentlich geht Continuous Integration auch noch so weit, dass man sagt, dass man regelmäßig auch einfach mal alle Source Branches zusammen mergt und dann schaut, ob die Tests noch erfolgreich sind, ob Konflikte entstehen und so weiter, dass man auch früher Bescheid bekommt, wenn Merge-Konflikte entstehen können, denn desto früher man von denen weiß, desto weniger schlimm werden die am Ende. Und wie die beiden Namen nämlich schon sagen, Continuous Integration, vor allem Continuous ist ja wichtig, das wird halt permanent automatisch im Hintergrund gemacht, ihr müsst das selber nichts dran machen, ihr setzt das einmal auf und ihr habt kontinuierlich einen Status und wisst, wie der Stand eurer Entwicklung ist, und dadurch vermeidet man halt einfach, dass sich so große Fehler, Bugs und so weiter aufbauen und es vielleicht sogar am Ende noch ins Release schaffen. Deswegen macht das Ganze auch bei kleineren Projekten Sinn. Ich meine, selbst wenn ihr nicht 100 Feature Branches habt oder so, einfach, wenn permanent nach jedem Commit eure Tests laufen oder überhaupt ausprobiert wird, ob euer Code kompiliert, kann euch einen ganzen Haufen Arbeit sparen, den ihr dann später hättet, wenn ihr erst nach 100 Commits merkt, oh ja, meine ganzen Tests ergeben ja gar nicht mehr die Resultate, die ich haben möchte, beziehungsweise mein Code kompiliert nicht mal mehr. Gerade bei Angular ist das Ganze auch wichtig. Die Leute, die vielleicht damit schon mal ein bisschen gearbeitet haben, ihr wisst vielleicht, dass die Runtime zum Beispiel, beziehungsweise der Dev-Server, ein bisschen legerer ist im Vergleich zu, wenn ihr ein Production-Build macht, wo dann tatsächlich erst analysiert wird, welche Fehler da drin sind. Das heißt, euer Dev-Server kann zwar starten und laufen, aber die Compilation am Ende, die Production-Compilation, kann halt fehlschlagen. Und das würdet ihr dann wirklich erst spät mitbekommen. Ich habe selber die Erfahrung schon gemacht, da hat mir CI/CD bzw. CI schon oft den Arsch gerettet, muss ich sagen. Okay, kommen wir jetzt zu dem CD-Part, und wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, das C steht an der Stelle wieder für Continuous und das D für Delivery bzw. Deployment. Und jetzt wird's richtig interessant. Angenommen, ihr habt ein relativ großes Projekt, was ihr regelmäßig released, und ihr müsst ganz viele verschiedene Sachen dafür machen beim Release. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel, meinen eigenen Discord-Bot Chimpuru. Wenn ich da ein Release machen möchte, dann muss ich zum einen erstmal die Go-Application zu einer Binary kompilieren. Dann muss ich mein Web-Frontend kompilieren zu den Static Files. Dann bundle ich das alles zusammen und lade das bei GitHub Releases hoch, sodass man sich da die Source-Files bzw. die Binary-Files runterladen kann, falls man das so hosten möchte. Zum Weiteren wird auch noch ein Docker-Image gebaut, was dann sowohl auf Docker Hub gepusht wird, als auch auf GHCR, also der GitHub Container Registry, gepusht wird. Und das alles müsste ich bei jedem Release immer wieder manuell machen. Und das sind ja eigentlich im Prinzip auch immer wieder dieselben Steps. Das heißt, ihr verschwendet da Zeit jedes Mal bei jedem Release, die ihr euch eigentlich sparen könntet, wenn ihr das Ganze automatisieren würdet. Und genau das macht Continuous Delivery. Und zwar jedes Mal, wenn ihr ein Release macht, wird auch hier an der Stelle wieder ein automatisiertes Skript angestoßen, was dann all diese Steps, die ich jetzt aufgezählt habe, vollautomatisch macht. Das geht sogar so weit, dass ihr sagen könnt, okay, ihr macht das Ganze bei jedem Commit in die Develop Branch, dass ihr quasi ein kontinuierliches Canary-Build habt, wie bei Chimpuru, was dann quasi nach jedem Commit gebaut wird. Und ihr könnt sogar so weit treiben, ich werde das dann auch in späteren Videos zeigen, wie man das macht, dass bei zum Beispiel Chimpuru wird das Canary-Build automatisch auf meinen Server gepusht über Docker, sodass ich im Prinzip einfach nur in meine Dev-Branch pushe und dann warte ich 5 Minuten und mit viel Glück, und wenn alle Tests durchgelaufen sind und das richtig kompiliert ist, dann wird dieses Canary-Build automatisch auf meinen Server deployed und ich brauche nichts zusätzlich machen. Und das ist der Sinn von Continuous Deployment. Ihr könnt sogar so weit treiben, dass ihr zum Beispiel Sachen wie Dokumentation automatisch bauen lasst. Einfach Sachen, die ihr quasi immer gleich macht, könnt ihr damit vollkommen automatisieren und euch einen Haufen Zeit sparen.
So, und das ist jetzt meine Erklärung dazu gewesen, was Continuous Deployment und Continuous Integration ist. Falls ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da habe ich noch ein paar mehr Quellen dazu gebracht, falls ihr tiefer in die Materie eintauchen wollt. Ich wollte das jetzt hier nur als Einleitungsvideo dazu machen. Und im nächsten Part werden wir uns dann anschauen, wie man Continuous Integration mithilfe von GitHub Actions implementiert bzw. aufsetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt Feedback gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dieses Video höchstwahrscheinlich hochladen, bevor ich das nächste produziere. Das heißt, ich kann dann direkt auf euer Feedback eingehen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, liebe Leute, und auf Wiedersehen.